Also herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Heute zum Thema die deutsche Impfkampagne stockt, Gründe, Lösungen und Perspektiven. Mein Name ist Philipp Jakobs und ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften. Die Impfquote in Deutschland steigt derzeit ja nur noch langsam. Zwar sind seit offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts rund 62% der Menschen vollständig geimpft gegen SARS-CoV-2. Dennoch mahnen natürlich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Experten mehr Tempo bei den Impfungen an. Im Juli hatte das RKI ja auch berechnet, dass sich eine vierte Welle womöglich verhindern lasse, wenn die Impfquote bei den 18- bis 59-Jährigen 85% erreicht hätte oder haben müsste. RKI-Chef Wieler hat das jetzt übrigens auch in der Bundespressekonferenz gesagt, dass das eben nicht gelungen ist und ohne eine höhere Quote die vierte Welle in den kommenden Monaten einen fulminanten Verlauf nehmen könnte, war sein O-Ton. Bei den Inzidenzen hat man dann zuletzt gesehen, dass zumindest in letzter Zeit wieder etwas gestiegen sind, wenngleich sich jetzt auch ein leichtes Plateau auch da anzunähern scheint. Also es ist kein starker Trend mehr gerade zum Steigen. Die Intensivstationen füllen sich aber auch derweil wieder und fast ausschließlich mit Ungeimpften. Der Bund hat ja daher auch vor allem deshalb in dieser Woche eine bundesweite Impfkampagne nochmal gestartet, zusammen mit den Ländern und Kommunen, wo man mit Verbänden und Organisationen zusammen auch unter dem Motto "Hier wird geimpft" Bürgerinnen und Bürgern besonders einfache Impfmöglichkeiten anbieten möchte. Jetzt möchten wir aber auch darüber sprechen, was solche Maßnahmen überhaupt noch bewirken können und ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, Unentschlossene zu erreichen. Und wie ist überhaupt das zögerliche Impfverhalten zu erklären? Ost-West-Gefälle gibt es sehr starke. Über diese Frage und Ihre möchten wir ganz gerne jetzt mit unseren Experten diskutieren, die ich mal jetzt auch einmal ganz kurz vorstellen darf. Wir haben also bei mir ist zumindest rechts unten, ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist, Frau Professor Dr. Cornelia Beetsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt und wissenschaftliche Leiterin des Cosmo Covid-19 Snapshot Monitoring. Hallo, Frau Beetsch. Dr. Felix Rebitschek, wissenschaftlicher Leiter des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Potsdam und assoziierter Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Bildung, Forschung in Berlin. Hallo, Herr Rebitschek. Und Frau Dr. Katrin Schmelz, Psychologin und Verhaltensökonomin am Exzellenzcluster Die Politik von Ungleichheit, Universität Konstanz, Unam-Thurgauer Wirtschaftsinstitut Kreuzlingen in der Schweiz. Bevor wir gleich mit Frau Beeth starten, die uns einen kleinen Einblick nochmal in die Cosmo-Daten geben wird, anhand ein paar Folien, nur zur Sicherheit nochmal das Technische drumherum. Fragen bitte wie immer später, also an die Journalisten jetzt, die Fragen bitte im FAQ-Tool stellen, nicht in den Chat. Und sollte da auch mal eine Frage im Chat landen, bitte an die Experten auch nochmal nicht da fröhlich zu beantworten. Wir schreiben die auf und reichen sie später nach. Ebenso wie das Transkript, das ist ja meistens einen Tag später fertig und die Aufzeichnung haben Sie ja meist schon ein paar Stunden später nach Pressbriefing. Okay, Frau Beetsch, dann würde ich Ihnen jetzt das Wort und gerne den Bildschirm erteilen. Ja, ganz vielen Dank. Schön, dass Sie alle da sind. Danke an das Science Media Center für die Gelegenheit, dass wir nochmal über dieses wichtige Thema sprechen. Ich möchte, also ich glaube, zu Anfang nochmal sagen, diese Impfwoche ist, glaube ich, ein wichtiges Tool, um nochmal Impfen breit anzubieten. Aber sie können natürlich vor allem nur dann gelingen, wenn wir es schaffen, dass die Bürger das auch annehmen, dass jeder versucht, sich nochmal zu fragen, was weiß ich eigentlich über die Impfung? Gibt es vielleicht neues Wissen? Ich glaube, gerade die Schwangeren-Impfempfehlung, die wir jetzt neu haben, ist eine ganz große Chance. Über die können wir dann sicherlich gleich nochmal reden. Da gibt es einfach neues Wissen und gerade Frauen sehen wir, sind etwas zögerlich und deswegen eine wichtige Zielgruppe. Was wir Ihnen hier mitgebracht haben, ist erstmal die Impfbereitschaft unter den Ungeimpften. Die blauen, das sind die Geimpften. Wir gucken also vor allem auf die hier unten. Und da sehen wir, dass von denen impfbereit sind, also die sagen, ja, ich will, sind ungefähr 20%. Das sind, glaube ich, die, die sehr gut erreichbar sind durch die Aktionen in dieser Woche. Die sind schon entschieden, die müssen nur noch machen. Dann gibt es aber ein Viertel, die noch unsicher und zögerlich sind. Die schauen wir gleich nochmal genauer an. Und ungefähr die Hälfte ist sich sicher, dass sie es nicht möchte. Unter diesen Ungeimpften sehen wir vor allem viele Frauen, natürlich Jüngere, ist klar, die können noch nicht so lange impfen, aber auch Menschen mit Kindern, Menschen mit niedrigerer Bildung und Menschen, die nicht niemanden kennen, der schon mal Covid hatte, also die das Risiko vielleicht nicht so wahrnehmen. Was ist jetzt also mit denen, die unsicher sind, die nicht so genau wissen, ob sie es wollen? Da haben wir jetzt verschiedene Wellen zusammengenommen, gucken auf Juli bis September. Wir sehen, dass hier die wollen abwarten, bis doch andere geimpft sind. Wir wissen, Impfen ist ein sozialer Vertrag. Es ist also wichtig zu wissen, ich tue es und du tust es auch. Und damit gehen wir beide diesen Vertrag ein. Diese Gruppe hier neigt eher dazu zu warten, bis die anderen tätig werden.
verheddern sich möglicherweise im Infodschungel und wissen nicht so richtig, ob die Impfung sicher ist. Aber das ist hier nicht der wesentliche Punkt, sondern es ist eher die Unterschätzung auch des Risikos und das Zögern, weil man nicht so richtig weiß, ob das jetzt überhaupt noch nötig ist, um aus dieser Pandemie zu kommen. Bei dieser Gruppe wird also dieses aufsuchende Impfen sicherlich alleine nicht reichen, sondern wir brauchen hier vor allem nochmal Informationen über den individuellen und sozialen Nutzen. Und ja, dass es zeitlich dringlich ist, dass wir jetzt entscheiden, wie es im Herbst weitergeht. Und ich glaube, das ist hier noch nicht richtig angekommen. Wir können auch nochmal die Verweigerer anschauen und die mit dem Rest von den Ungeimpften vergleichen. Und da sehen wir, dass da vor allem Sicherheitsbedenken vorherrschen. Und es gibt im Prinzip eine sehr deutliche Unterschätzung oder niedrige Einschätzung des Risikos. Also die schützen sich und andere auch weniger durch Maske tragen oder anderes Schutzverhalten. Also hier wird einfach dieses Risiko nicht so ernst genommen. Hier ist es, glaube ich, schon wichtig, die falsche Information nochmal zu korrigieren. Das sollte aber sicherlich nicht von staatlicher Seite kommen. Hier bieten sich eher Ärztinnen und Ärzte an, die mit guter Information auf die Leute zugehen können. Ich will nochmal sagen, diese Gruppe ist sehr klein, um nochmal zurückzugehen, und die ist auch nicht gewachsen. Wir sehen, das sind ungefähr 10% aller, die sagen, ich will auf keinen Fall. Die wird halt anteilig unter denen, die nicht geimpft sind. Jetzt ist die relativ groß, aber insgesamt auf die Gesamtstichprobe gesehen sind es weniger. Ich muss vielleicht einschränkend noch dazu sagen, dass wir eine relativ impffreudige Stichprobe haben. Also wir überschätzen möglicherweise die zu erreichende Impfquote und unterschätzen möglicherweise den Anteil derer, die es gar nicht will. Nun ist es natürlich wichtig, wen kann man wie erreichen? Wir gucken uns ja immer die psychologischen Gründe des Nichtimpfens an. Ich will hier überhaupt nicht ins Detail gehen, sondern sagen, es tauchen immer wieder dieselben Gruppen auf, nämlich natürlich auch die, die ungeimpft sind. Also Vertrauen sicherlich nochmal stärken bei Frauen ist ein sehr wichtiges Thema. Da ist das Thema Fruchtbarkeit, kommt immer wieder auf. Da ist sicherlich die Impfempfehlung für Schwangere jetzt ein sehr, sehr guter Anlass, hier nochmal umfänglich darüber aufzuklären. Über Ostdeutsche rede ich gleich nochmal. Bildung und niedrige Bildung und Migrationshintergrund taucht auch immer wieder auf. Es braucht sicherlich nochmal Material, was niederschwelliger ist, was auch von alleine zu den Menschen kommt. Ich glaube, hier ist die Kinderimpfung ein ganz gutes Vehikel, denn auch Menschen mit Kindern haben hier größere Vorbehalte, weniger Wissen. Und da ist es möglicherweise sinnvoll, über die Schulen Flyer, über die Kinderimpfung oder auch über die Erwachsenenimpfung zu verteilen. Gehe ich gleich nochmal auf Kinder ein. Wie ist es mit Ost und West? Wir sehen niedrigere Impfquoten, auch eine niedrigere Impfbereitschaft im Osten. Und wir sehen, dass die Gründe für das Impfen nicht besonders irgendwie wichtiger sind im Osten, sondern die haben einfach niedrigere Werte auf all diesen Faktoren. Sie haben weniger Vertrauen. Sie denken, sie nehmen das Risiko nicht so stark wahr in Ostdeutschland. Und hier herrscht auch ein bisschen eher die Idee vor, man könnte sich eher auf die anderen verlassen, dass die das für einen erledigen. Also das sind Dinge, die im Osten Deutschlands niedriger verteilt sind oder niedriger ausgeprägt sind. Und hier ist so ein bisschen die Frage, wie kann man das auffangen? Vertrauen in die Regierung ist ein wichtiger Faktor. Wir haben nochmal abgefragt, ist es denn eigentlich das Nichtimpfen auch sowas wie eine kleine Opposition wegen meiner Unzufriedenheit mit der Regierung? Wir sehen aber in Ost und West hier keine Unterschiede. 18%, das sind nicht wenig, finde ich, sagen, ist für mich die Möglichkeit, meine politische Unzufriedenheit auszudrücken. Auch um hier nochmal das mit dem Vertrauen einzufangen, wir sehen also hier unten, Vertrauen in die Bundesregierung ist in Ostdeutschland immer ein bisschen niedriger gewesen als in Westdeutschland. Hier beides gleichermaßen gesunken in Welle 3. Aber hier rechts die Impfbereitschaft, die quasi fast durchgängig niedriger ist in Osten als im Westen. Es geht hier nochmal ein bisschen auseinander, steigt trotz diesem Vertrauensverlust an. Also hier, das ist die Korrelation von beiden, die geht hier ein bisschen runter, das dissoziiert. Also Vertrauen ist wichtig, aber es ist nicht der einzige Grund. Und deswegen sollten wir wirklich gucken, dass wir dieses Framing von, das ist irgendwie eine Opposition gegen die Regierung oder das hat was mit Regierungsvertrauen zu tun, vielleicht nochmal umdrehen und sagen, es ist eine Gesundheitsentscheidung, die hier getroffen werden muss, um vielleicht auch in den Köpfen der Menschen das wieder in diese Richtung zu drehen. Der Impfnachweis, zum Beispiel beim Eingang in irgendwie ein Museum, Restaurant und so weiter, mussten 10% noch nie vorzeigen und ungefähr die Hälfte, Entschuldigung, umgekehrt, 10% mussten das sehr häufig machen, das sind sehr wenig Leute und die Hälfte der Befragten hat das noch nie oder fast noch nie gemacht.
Das ist jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme ohne Wertung. Wir sehen allerdings, dass unter den Ungeimpften die Impfbereitschaft etwas größer ist, wenn sie berichten, dass sie das schon häufiger vorgelegt haben. Wir sehen auch, dass die 3G-Regelung, das ist hier das Blaue, von relativ vielen Menschen, das ist hier die aktuelle Erhebung, das vor 2 Wochen, von relativ vielen Menschen okay gefunden wird. Auch die 2G-Regel oder überhaupt den Nachweis vorzuzeigen wird, also von über 80% befürwortet als Zugang für Freizeitangebote. Außer, wenig überraschend, von den Ungeimpften, das ist jetzt hier links, die Ungeimpften sagen zu fast 80%, dass sie das, dass alle Menschen, egal ob sie geimpft, getestet, genesen sind, Zugang erhalten sollten. Das heißt, es könnte eine Möglichkeit sein, die Impfbereitschaft nochmal zu steigern, führt aber sicherlich unter den Ungeimpften und Unwilligen dazu, dass sich Ärger breit macht. Wir gucken noch einmal ganz kurz auf die Kinderimpfung. Wir hatten jetzt die STIKO-Empfehlung. Wir haben uns schon länger uns angeguckt, wie ist denn die Impfbereitschaft, und gucken uns auch hier wieder an die Impfbereitschaft plus die, die schon geimpft sind. Das ist also hier die dunkle Linie, die hier hinten relevant wird. Im Moment denken wir, könnte man mit den Impfbereiten und schon Geimpften ungefähr 60% erreichen. Das ist sicherlich auch sehr weit weg von den 86% oder 85%, die das RKI hier als Zielmarke ausgibt. Bei den Kindern und Eltern auch wieder die Frage nach der Sicherheit der Impfung relevant. Gerade bei den Jüngeren gibt es ein sehr hohes Informationsbedürfnis. Da ist ja auch schon noch nicht so lange diese Frage im Raum. 61% der Eltern fühlen sich nicht gut informiert, möchten das am liebsten von Fachpersonal bekommen oder staatlichen Websites. Aber wir wissen, dass auch wer sagt, staatliche Websites sind für mich interessant, der guckt da noch lange nicht hin. Also ganz wichtig ist es, Eltern und Kindern entscheiden zusammen. Das zeigen verschiedene Studien, dass beide sagen, es ist eine geteilte Entscheidung. Und wir brauchen also auch mehr Informationen für Kinder. Das ist eben auch ein mögliches Vehikel, um die Informationen an die Menschen zu bekommen. Ich fasse es jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt im Moment durch die Impfwoche die Strategie, wir wollen aufsuchen die Menschen. Das ist sicherlich eine gute Idee, aber es muss kombiniert werden auch mit guter Aufklärung, mit aktiver Aufklärung. Wir haben die Chance, dass Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch jetzt noch mal anders in den Fokus rücken. Die sind sehr wichtig, denn Frauen sind häufiger ungeimpft und haben auch eine niedrigere Impfbereitschaft. Wir haben auch die Empfehlung für Kinder. Hier kann man sich auch nochmal überlegen, diese diese Situation zu nutzen, um Eltern auch über die Eltern, also die Erwachsenenimpfung zu informieren und über die Kinderimpfung. Wir brauchen Angebote, die niedrigschwellig auch in der Information ist, die gut zu verstehen ist für Menschen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist. Wir müssen uns überlegen, was in Ostdeutschland, wie man da nochmal Vertrauen schaffen kann in die Impfung und das zu entkoppeln von der Politik. Also Impfen ist eine wichtige Gesundheitsentscheidung, keine politische Entscheidung oder ein politisches Statement. Dieser Nachweis der Impfung kann sicherlich funktionieren, aber begründen ist immer eine sehr gute Idee. Auch hier sehen wir immer wieder in den Daten, wenn die Maßnahmen nicht gut begründet und nicht verstanden sind, dann werden sie weniger akzeptiert. Wir haben hier erstmal eine hohe Grundakzeptanz. Damit kann man sicherlich eine Weile arbeiten. Wir brauchen bei den Absendern, müssen wir sicherlich noch mal stärker bei Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen nachgucken. Die Vertrauenswürdigkeit der Politikerinnen ist im Moment relativ gering, auch wegen Wahlkampf. Also es wäre schön, wenn das ein bisschen raus aus dieser politischen Arena ginge, hin wieder mehr zu einem Gesundheitskontext. Die Inhalte, habe ich jetzt mehrfach gesagt, sind auf jeden Fall die Sicherheit. Falschinformationen müssen immer noch entkräftet werden. Es kommen immer wieder neue auf. Aber auch der individuelle Nutzen ist relativ wichtig. Wieso ist die Impfung wirksam, auch wenn es Impfdurchbrüche gibt? Wie schützt es vor Hospitalisierung? Long-Covid ist immer wieder ein Thema. Die Leute sorgen sich. Und wer sich mehr sorgt, hat eine höhere Impfbereitschaft. Also hier ist sicherlich auch nochmal Aufklärungsarbeit möglich. Und es ist vielleicht auch noch eine interessante Information, dass 51% der deutschen Bevölkerung ab 15 nach RKI-Angaben Risikofaktoren hat. Denn man neigt ja oft dazu zu sagen, ist jemand gestorben, dann er hatte ja Vorerkrankung. 51% der deutschen Bevölkerung haben Risikofaktoren, die einen schweren Covid-Verlauf begünstigen. Das ist vielleicht auch nochmal eine Information, die relevant ist. Auch, dass wir andere schützen, auch wenn der Schutz vor Übertragung nicht perfekt ist, ist ein
immer noch ein Inhalt, der sehr, sehr wichtig ist und der noch dazu beitragen kann, die ein oder andere Impfentscheidung vielleicht zu, ja, dorthin zu rutschen, dass es eher Richtung Impfen geht. Das war jetzt ein Querritt. Die Folien stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Daten sind ab, denke ich, heute Nachmittag auch online auf corona-monitor.de und da können Sie dann nochmal gerne in die Tiefe gehen. Vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank, Frau Beetsch. Ich habe ein, zwei kleine Nachfragen schon mal direkt vielleicht dazu. Können Sie vielleicht nochmal ein bisschen was dazu verlieren über das Alter der Impfskeptiker nochmal? Sie haben es kurz angerissen eben, aber können Sie da vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, was Alter der Impfskeptiker und vielleicht auch extrem der Verweigerer angeht? Also wir sehen ja zumindest, dass die Ungeimpften sind jünger, weil sie natürlich jetzt noch nicht so ein langes Impfangebot haben. Wir sehen, dass Alter eine Rolle spielt bei dem eigenen Nutzen. Also nehme ich denn wahr, dass ich das jetzt brauche oder denke ich, dass es sowieso mich nicht so stark treffen wird? Ich glaube, hier ist nochmal wirklich Aufklärung notwendig, zu sagen, warum ist es, wenn es eben sehr viele Fälle in dieser Altersgruppe gibt, wird es auch sehr viele Hospitalisierungen oder Todesfälle geben. Also dass man da den eigenen Nutzen nochmal stärker verdeutlicht. Das ist sicherlich für diese Gruppe besonders relevant. Und ansonsten hängt Alter natürlich auch mit Reproduktion zukünftig zusammen. Wir haben das auch bei den Schülern gesehen, die wir befragt haben. Also da sind Fragen rund um die Fruchtbarkeit extrem relevant. Auch ich würde sagen, dass die Frauen sich da ein bisschen zurückhalten, kann auch damit zusammenhängen. Da braucht es also auch hier nochmal Aufklärung. Dann vielleicht noch eine Frage zu den Maßnahmen, die ja jetzt gestartet werden. Sie hatten da schon zwei, drei Sätze zu verloren. Also die Frage ist auch jetzt gerne vielleicht, bevor ich noch die zwei anderen beiden nochmal kurz mit Fragen einweihe, gerne auch an alle jetzt schon geöffnet, weil sie doch sehr breit gefächert ist. Kann man noch sagen, was diese Maßnahmen jetzt tatsächlich noch bewirken können und was man beiläufig dazu noch machen müsste? Sie hatten es schon mal kurz ausgeführt, aber vielleicht kann man da nochmal explizit darauf eingehen. Also was so eine Aktionswoche oder Impfaktionswoche jetzt noch bewirken kann. Also gerne Frau Beetsch starten. Und dann. Ja, also ich glaube, die kann was bewirken, wenn man auch ein offensives Informationsangebot macht. Nochmal, ich glaube, das Problem bei der Impfung ist eben, dass immer wieder Sachen neu passieren. Und die gibt es nun jetzt auch schon eine Weile. Und vielleicht habe ich mich irgendwann im Februar entschieden, ach, ich will das gar nicht, weil mir ist das alles zu unsicher. Und dann schalte ich aber auch ab, dann hole ich mir nicht jedes Mal neue Informationen. Wenn wir es schaffen, in dieser Woche nochmal die Köpfe aufzumachen und sagen, das sind jetzt übrigens der aktuelle Stand, so und so sicher ist es, das wissen wir jetzt neu und deswegen ist es für vor allem zum Beispiel auch Frauen mit Kinderwunsch eine sehr gute Idee, das zu tun, das ist, wäre, glaube ich, sehr viel gewonnen. Ob das jetzt klappt, neben dem Bratwurststand auf dem Baumarktparkplatz, die Leute da zu erreichen mit Informationen, das wage ich, da bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Wir müssten gucken, wie wir diese Gruppen, junge Leute, Frauen und so weiter, ausdeutsche Menschen mit Migrationshintergrund, mit niedriger Bildung, wie erreichen wir die eigentlich mit irgendwie komplexen Informationen? Und da wird, glaube ich, noch zu wenig drüber nachgedacht. Okay. Bitte gerne, Herr Ribicek. Ja, ich würde mich dem einerseits natürlich auf jeden Fall anschließen. Wir haben jetzt die Chance nochmal, an die Leute heranzutreten, die sich keine Informationen suchen. Also das ist der entscheidende Punkt, dass halt Leute einfach wirklich von sich selbst aus keine Informationen bezogen auf die Impfung oder die Erkrankung suchen. Und das normale Mittel, normalerweise sind halt Sachen, die Aufmerksamkeit schaffen, wie Plakatkampagnen. Aber die Frage ist halt, welche Inhalte dann auf diesen Plakaten sind. Und hier würde ich sagen, wenn wir glauben, dass wir Schwierigkeiten haben am Bratwurststand oder anderen halt Informationen in einem Kontext, wo es eigentlich nicht hingehört oder bis nicht hingehörte bis dahin, überhaupt Informationen dann an den Mann zu bringen, dann wäre wahrscheinlich die Frage, haben wir die geeigneten Werkzeuge? Also es ist sozusagen, geht in zwei Richtungen. Das eine ist zu sagen, was wir an, ausgehend von so einer Impfwoche, was man in Zukunft an Aufmerksamkeitskampagnen hat oder Mitteln hat, um Leute zu erreichen, die keine Informationen suchen und dem auch ausweichen, müsste man überlegen, ob man darauf Sachen, Informationen bereitstellt, die diesen Leuten bisher gefehlt haben. Das heißt, man konfrontiert sie mit Wissen. Und die zweite Sache ist, wenn man an den Bratwurststand geht, was ist sozusagen das, was man in die Hand geben kann, damit es in diesem Kontext nicht als befremdlich erlebt wird oder leicht mitgenommen wird. Also, aber am Ende des Tages, also ist ganz klar, wir mit solchen Wochen oder
Beginn von vielleicht weiteren solcher Wochen wäre der größte Erfolg dann zu erzielen, wenn man tatsächlich nun eigentlich die Institutionen und Organisationen einbindet, die die Leute erreichen, die mit den Leuten zu tun haben, also Arbeitgeber, Vereine, Verbände. Das ist eigentlich das nächste, also die nächste Stufe, einfach weil wir über diese Lücke zu überwinden zu den Leuten, die sich einfach diesen Informationen ja verschließen oder die, für die es auch einfach nicht zum Alltag gehört. Verschließen ist vielleicht schon zu stark. Frau Schmelz, ich würde Ihnen vielleicht gerne direkt dazu auch eigentlich noch eine Frage stellen. Und zwar, welches Signal sollte man eigentlich den Ungeimpften jetzt senden, vielleicht auch von politischer Bühne eben aus? Also sind es die 62% der gesamten Bevölkerung, die geimpft sind, also auch wo Kinder drin sind, die eben noch gar nicht geimpft werden können? Oder sind es die 80% geimpften Erwachsenen, die man eigentlich kommunizieren muss? Also was müsste man da in der Kommunikation vielleicht verändern? Also Impfbereitschaft ist ansteckend, aber Impfskepsis ist auch ansteckend. Also wir als Menschen haben so eine Art Herdentrieb. Also wir orientieren uns gerade, wenn wir unsicher sind, am Verhalten anderer. Und wenn wir immer wieder betont hören, dass die Impfbereitschaft so schlecht ist und dass die Impfkampagne stockt, dann haben diejenigen, die skeptisch sind, das Gefühl, ich bin hier in guter Gesellschaft. Warum sehe ich mich jetzt impfen lassen, wenn das sonst keiner mehr macht? Aber so ist es ja gar nicht. Wir haben im Moment in den letzten 2 Wochen irgendwie täglich Erstimpfungen von ca. 85.000. Das entspricht der Größe von Konstanz. In den letzten 2 Wochen wurden 1 Million Deutsche zum ersten Mal geimpft. Und es sind im Moment 77 von 100 Erwachsenen mindestens einmal geimpft. Und wenn ich das als Ungeimpfte hören würde, dann würde ich eher kalte Füße kriegen und mir denken, oh, da scheint ja doch was dran zu sein, wenn so viele sich freiwillig impfen lassen, als wenn man eben immer wieder hört, die Impfkampagne stoppt und es sind nur 62% der Gesamtbevölkerung doppelt geimpft. Einschränkung natürlich noch. Frau Betsch hat ja vorhin auch schon gesagt, es kann natürlich auch den Mechanismus geben, dass man sich auf die Impfbereitschaft der anderen verlässt. Und da, glaube ich, ist eine gute Darstellung und Vermittlung der Situation ganz wichtig, dass man eben nicht das Gefühl hat, ja gut, 77 von 100 Erwachsenen sind geimpft, dann muss ich das ja nicht mehr machen, sondern durchaus betonen, wie wichtig das dennoch ist. Vielleicht eine Frage direkt an Sie, aber gerne auch geöffnet danach natürlich an die anderen beiden. Wie sollen denn die Impfkommunikation politisch entkoppelt werden? Also wenn ständig Politiker die Impfkommunikation betreiben, wie kriegt man das irgendwie auseinander? Oder muss man es gar nicht auseinanderkriegen? Also ich denke, das Wichtigste ist, diejenigen, die jetzt nicht geimpft sind, sind nicht die mit der großen Motivation. Und sowohl die Impfinformation, die Aufklärung, das ist ganz, ganz zentral, aber sowohl die Aufklärung als auch die Impfung muss unausweichlich zu den Leuten kommen. Aber wie man das entkoppelt, dazu kann ich leider nichts sagen. Frau Beetsch vielleicht oder Herr Rybicek? Also wir sehen jetzt, dass die meisten sagen, ich möchte von Ärzten informiert werden. Und das ist, glaube ich, ich weiß, Ärzte müssen am Ende immer alles richten. Aber das ist nun mal die Gruppe, die darüber am besten informieren kann. Ich glaube, dass man da über Ärzteverbände oder ja, dass die in der Öffentlichkeit das machen können, da wird ja auch schon sehr viel gemacht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, aber auch im individuellen Gespräch natürlich. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass die Gynäkologen jetzt, wo es diese Empfehlung gibt, zum Beispiel offensiv mit diesem Thema umgehen, auf die Ungeimpften zugehen. Anekdotische Evidenz sagt auch, dass Hausärzte sagen, ich habe vor allem die Leute geimpft, die keinen Migrationshintergrund haben, die anderen kommen erstmal gar nicht, dass man sich da vielleicht nochmal genauer überlegt, wen habe ich denn noch in meiner Kartei, der noch nicht geimpft sein könnte. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber wir sind auch in einer besonderen Situation. Wir haben jetzt Zeitdruck und deswegen ist es, glaube ich, ist ein frommer Wunsch. Ich hoffe, dass da Ärzte und Ärzteverbände da bereit sind. Vielleicht auch Medizinstudenten. Also da gibt es auch tolle Initiativen, Impf dich zum Beispiel. Initiative von Medizinstudierenden, die gehen an Schulen und über Impfen aufzuklären. Vielleicht kann man an die auch nochmal rantreten und gucken, ob man die unterstützen kann, dass sie eben diese Grassroots-Arbeit machen an Schulen. Das ist, glaube ich, im Moment sehr, sehr wichtig. Ja, es ist, hier drin steckt auch eine wichtige Komponente tatsächlich der Frage der nicht medial vermittelten Kommunikation. Es ist hier wirklich eine entscheidende Komponente, nicht nur die Expertise und das Vertrauen in die Mediziner, sondern es ist halt auch wirklich die Frage, ob da jemand ist,
der nach meinem Verständnis sich mit den Fakten auseinandergesetzt hat und der bereit ist, meine Fragen mir verständlich zu beantworten. Also auch eine gewisse Art von Informationssuche, die man einfach bevorzugt. Wir müssen davon ausgehen, dass es einfach Menschen gibt, für die diese Deskription und Visualisierung und Grafik einfach normalerweise nicht Alltagsgegenstand sind. Das ist einfach nichts, nicht die Art, wie sie Entscheidungen vorbereiten, sondern die Art, wie sie Entscheidungen vorbereiten, ist sich mit Peers oder mit Verwandten oder sonst wem zu unterhalten oder mit ihrem Arzt oder einfach die Möglichkeit zu haben, in ein Gespräch zu kommen mit jemandem, der sozusagen vorbereitet ist. Und was ich sagen will, ist, wir kommen an den Punkt, dass wir, wenn wir auch bei den Skeptikern, dass wir tatsächlich einen Weg finden müssen, dass es quasi Gespräche geben kann. Das ist nicht so einfach, weil natürlich wir nicht unendlich Leute irgendwo hinschicken können. Aber das ist halt ab einer gewissen Zielstellung von Impfquote halt wahrscheinlich unvermeidbar, dass es halt diese Möglichkeiten gibt, menschlichen Austausch und die Rückfragen zu stellen. Können Sie da vielleicht nochmal ganz kurz expliziter nochmal auf die Rolle der niedergelassenen Ärzte vielleicht in sich nochmal eingehen, gerade bei so Impfkampagnen, also bei der Schweinegrippe oder bei HPV war es ja damals auch zum Beispiel so, dass gerade Gynäkologinnen oder Gynäkologen durchaus impfskeptisch kommuniziert haben einfach. Wie ist das jetzt? Also ich habe keine Ärzte studiert momentan sozusagen, ich kann dazu nichts sagen. Frau Beetsch? Also wir haben die auch nicht in unseren Stichproben. Wir sehen schon, dass Menschen im Gesundheitswesen immer mal auch sich eher mal nicht impfen lassen. Das gibt es ja auch andere Studien dazu. Das ist schwierig. Also wenn, ich würde mal sagen, wenn einmal der Arzt gesagt hat, dem man vertraut, lass es, dann können 5 Freunde oder noch ein dritter Arzt irgendwie sagen, tu es und es wirkt nicht. Weil der Ärzte, also das sind einfach sehr, sehr vertrauenswürdige Quellen für uns. Gerade in Bereichen, wo wir uns nicht auskennen, vertrauen wir eben dem Arzt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Fachgesellschaften, glaube ich, jetzt an ihre Mitglieder rangehen und beste Informationen liefern. Das ist jetzt nicht nur mit Townhalls von der Regierung zu lösen. Da ist es sicherlich wichtig, dass so Institutionen wie das PI oder das Robert-Koch-Institut natürlich dafür Fragen offen sind. Die haben ja auch Hotlines und alles Mögliche. Aber dass die Informationen jetzt sehr schnell an die Ärzte rankommen, dass das Universum an Falschinformationen abgegrast wird und vorbereitet wird, was sind denn da die Antworten darauf, die wissenschaftsbasierten, denn nicht jeder Arzt kann das selber googeln oder irgendwie sich zusammenstellen aus der Fachliteratur, also da braucht es eine gute Aufbereitung und da würde ich mir wünschen, und einiges passiert da auch schon, dass da sehr stark eine Information der Ärzte stattfindet durch Fachgesellschaften oder eben die Behörden. Okay, Sie haben jetzt gerade schon die Experten erwähnt, die zum Beispiel auf diversen Townhall-Meetings sind oder sich vielleicht in Bundespressekonferenzen zeigen. Welche Risiken gehen so Expertinnen denn vielleicht ein? Also die Frage auch gerne an die anderen beiden, wenn sie beantworten können. Gehen so Experten ein, wenn sie sich eben zusammen mit Politikern zum Beispiel in der Bundespressekonferenz zeigen? Sind es überhaupt Risiken? Also ist da irgendwie, kann das einen Vertrauensverlust bedeuten? Also wer beantworten kann und möchte. Vielleicht Frau Beetsch zum Start, Sie haben es schon angesprochen. Naja, also es ist schon wichtig, dass vermittelt wird, dass diese Entscheidungen, die da getroffen werden, auch wissenschaftsbasiert sind. Ja? Wir haben die STIKO und das war in der Öffentlichkeit auch eine sehr große Diskussion und drängelt die Politik jetzt die STIKO. Wir sehen, dass die STIKO-Empfehlung, das sagen die Leute, wichtig ist für sie. Wir hatten tatsächlich keinen Zusammenhang gefunden mit, vorher gab es keine, hinterher gab es eine STIKO-Empfehlung für die Kinder jetzt im Speziellen. Aber da ist ja auch noch nicht sehr viel Zeit vergangen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man zeigt, dass die Entscheidungen, die man trifft, wissenschaftsbasiert sind. Also das kann man, glaube ich, schon so sagen. Für die Wissenschaftler, welche Gefahren das darstellen, also ich meine, die sind, glaube ich, hinlänglich bekannt. Oder also es gibt immer Menschen, die anderer Meinung sind. Man setzt sich irgendwelchen Shitstorms möglicherweise aus. Vielleicht hat man selber auch durch die Paarung mit einer Organisation, die nicht so vertrauenswürdig ist, vielleicht schwappt das über. Sowas kann natürlich immer passieren, aber dazu kenne ich jetzt auch keine akuten Daten. Eher so Grundlagenbefunde. Frau Schmelz, können Sie dazu noch? Genau, ja, danke. Ja, ich würde gerne einfach nochmal betonen, dass Vertrauen einfach so wichtig ist für die Impfbereitschaft. Wir sehen das in unseren Daten. Also je höher das Vertrauen in öffentliche Institutionen, in die Regierung, in die Wissenschaft, aber eben ganz klar auch in die Regierung, desto höher die Impfbereitschaft. Und das hat auch einen ursächlichen Zusammenhang. Also wir sehen bei Einzelpersonen, die bei uns zwischen zwei
Erhebungswellen in unseren Umfragen Vertrauen in die Regierung verloren haben, die Menschen haben auch ihre Impfbereitschaft verloren. Also wirklich auf Grundlage, auf Basis von Einzelpersonen. Und insofern alles, was hilft, um das Vertrauen in die Regierung zu stärken, ist gut und wichtig. Wir haben ja schon eine Frage oder schon ein, zwei Fragen von außen bekommen. Ich würde die jetzt gerne offen stellen, je nachdem, wer beantworten kann. Und zwar, durch welche Art der Kommunikation erreichte Dänemark eine so hohe Impfquote und Deutschland bisher nicht? Was wissen Sie darüber, was den Unterschied ausmachte? Kann da jemand von Ihnen was zu sagen? Ich weiß nicht, ob Sie den Blick in andere Länder jetzt gewagt haben schon mal oder, aber. Also ja, Frau Schmelz, gerne. Also, was ich nur mitbekommen habe, ist, dass diskutiert wurde, wie hoch in Dänemark das öffentliche Vertrauen ist. Eben, dass die so ein gutes Vertrauen in ihre öffentlichen Institutionen und in die Regierung haben. Da spielt sicherlich auch rein, dass mit den öffentlichen Impfempfehlungen irgendwie aus der Wissenschaft anders umgegangen wurde. Also wenn ich recht weiß, war gerade, als es um die Frage von AstraZeneca und Johnson & Johnson ging, war also, ob der empfohlen wird und ob der im Impfprogramm bleibt, hatte die Regierung meines Wissens nach gesagt, liebe STIKO oder wie die da eben heißt in Dänemark, überprüft doch nochmal. Und dann haben die aber gesagt, nein, wir wollen das nicht weiterempfehlen. Und dann war das auch, also man konnte das freiwillig machen, wenn man sich extra beraten hat lassen, aber es war nicht weiter ein empfohlener Impfstoff. Und sowas also gibt es auch einige andere Papiere, die zeigen, wenn man eher so explizit auf die möglichen negativen Aspekte von Impfstoffen hinweist oder auch in dem Prozess zum Beispiel, dass das Vertrauen schaffen kann. Also ich glaube, das war nochmal ein Prozess, der Vertrauen geschafft hat. So sagt wir als Regierung fragen jetzt das Wissenschaftsgremium an und machen das dann auch, was die dann sagen und geben nicht vorher irgendwas frei, bevor die gesprochen haben. Ich glaube, das sind schon Aspekte, die eben das Vertrauen auch erhöhen können. Wir haben noch eine Frage bezüglich der Ärzte noch bekommen und Sie sprechen, also Frau Beth hat, glaube ich, eben gesagt, Sie sprechen über Ärzte als Informationsübermittler. Wie können Menschen in der Impfkommunikation angesprochen werden, die selten oder nie beim Arzt sind? Also Herr Rebicek zeigt schon auf. Naja, nein, also das ist ja genau der Punkt gewesen. Also ich meine, dass die Leute keine Informationen aufsuchen. Also in dem Fall natürlich auch nicht aufsuchen beim Arzt. Nicht nur, dass sie nicht die Websites aufrufen oder sonst, sondern dass sie halt natürlich tatsächlich, wir hatten es jetzt mehrmals, dass man zu ihnen kommen muss und dann entsprechend, meinetwegen der Bratwurst stand. Aber dann brauchen wir die Werkzeuge. Frau Beetsch, uns erreicht noch eine Frage an Sie explizit nochmal. Welche Rolle spielt die Elitenkommunikation? Also unsere Leserinnen, ich weiß gerade leider nicht, woher es kommt, monieren oft, dass Politik und Medien zu wenig bzw. nicht explizit genug über Risiken der Impfung berichtet hätten. Eventuell auch im Kontrast zum Alarmismus aus der AfD-Fake-News-Fraktion. Würde eine andere, auch auf individuelle Risiken der Impfung eingehende Kommunikation das Vertrauen und damit auch die Impfbereitschaft stärken? Ich weiß jetzt nicht, was individuelle Risiken hier jetzt bedeutet. Also natürlich ist es wichtig, dass über Risiken aufgeklärt wird. Also und das, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass jetzt, sagen wir mal, um AstraZeneca herum zum Beispiel, wurde ja sehr viel darüber berichtet. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Risiken unter den Tisch gekehrt werden. Das ist auch wichtig, ja, weil wir wollen ja die Leute nicht überreden, sondern es soll wirklich eine Risikoentscheidung ermöglicht werden. Und Covid hat Risiken, die Impfung hat Risiken, man muss es eben abwägen. Die STIKO macht schon mal eine erste Runde und sagt, wir haben es abgewogen und das Risiko von Covid überwiegt, deswegen empfehlen wir die Impfung. Aber trotzdem darf jeder das nochmal selber entscheiden. Also ich denke, dafür, und das hat der Rebicek gerade schon mal gesagt, ist es wichtig, das so einfach zu kommunizieren, dass es auch jeder versteht. Manche Leute sind mit Grafiken lesen nicht so firm oder suchen das eben nicht selber auf und die müssen eben auch erreicht werden. Das ist wirklich sehr schwierig, gerade wenn ich nochmal zu der Frage vorher sagen kann, wir haben ja auch Gegenden, da gibt es, ist der Arzt weit entfernt, also in ländlicheren Gegenden zum Beispiel, wo es nicht so dicht besiedelt ist und wenn man da einen impfkritischen Arzt drin sitzen hat, das wissen manchmal die Gesundheitsämter ganz genau oder die Ministerien, in welchen Landkreisen da sitzt eben ein Arzt und der hat dann eben auch einen entsprechend großen Impact. Und also da, das kann schon auch mit dazu beitragen, dass es dann in Einzelfällen eben da dazu kommt, dass die Leute dann anders informiert sind und dann anders entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich die Elite-Frage jetzt richtig beantwortet habe, aber sonst müsste der oder diejenige, die die gestellt haben, vielleicht nochmal präzisieren. Ja, Herr Rüdig.
Ja, ich würde ergänzen, es ist natürlich extrem schwer, jetzt eine Medienanalyse zu machen und auch einen normativen Rahmen festzulegen, um festzustellen, ob jetzt das Kommunikationsverhältnis zu Nutzen der Impfung und das Kommunikationsverhältnis zu Schaden der Impfung, möglichen Schaden der Impfung und zu möglichen Unsicherheiten jetzt adäquat ist. Also welches Benchmark ist da angemessen? Aber was man weiß, ist natürlich durchaus aus der evidenzbasierten Kommunikation, dass man das Werbliche und die Fakten trennen muss. Man muss eindeutig sozusagen die Motivation herausstellen, warum man etwas tut. Und es ist nicht immer klar, tatsächlich, ob eine Kampagne und wo Kampagne anfängt und sozusagen Fakten anfangen. Das ist diese Trennlinie. Das sehen Sie auch, wenn Sie Analysen von verschiedenen deutschsprachigen Webseiten machen, die über Impfen informieren. Es ist nicht auch, es, aus der evidenzbasierten Kommunikation ist auch klar, dass sie im Grunde genommen Unsicherheiten hervorheben müssen. Und das Dritte, und das ist auch sehr schwer, sozusagen das zu kommunizieren, ganz klar, was wir nicht wissen. Und das, der dritte Punkt ist hier, dass man quasi Nutzen und Schäden, wie wir es jetzt als Abwägung ja auch zusammenfassen, die Abwägung, die uns ermöglicht, das in ein Verhältnis zu setzen, dass das im Grunde genommen nicht isoliert werden sollte in der Kommunikation, dass es nicht auseinandergerissen werden sollte. Und das ist sehr schwierig und vielleicht auch nicht immer praktikabel im Journalismus, wenn man zu einem bestimmten Artikel, zu einem bestimmten Thema schreibt, der sich meint, wenn man sich halt eben nur mit dem AstraZeneca-Risiko bezüglich Thrombosen beschäftigen möchte. Aber der Kern ist eigentlich am Ende des Tages, dass wenn man wirklich glaubt, dass man in seiner Berichterstattung am Ende eine Gesundheitsentscheidung unterstützen will oder den Leuten helfen will, eine Entscheidung dafür oder auch dagegen zu treffen, dass man dann niemals, also immer versucht, diesen Rahmen zu halten und immer versucht, Nutzen und Schäden beide noch zu thematisieren. Und das ist, immer wenn es isoliert läuft, dann weiß man nicht, wie erfolgreich man ist in der Weiterverteilung und dann läuft halt irgendeins erfolgreich weiter, also in der Community irgendwo weiter. Und das sind natürlich leider häufiger Sachen, die Aufreger sind. Und das wissen wir nur, dass Sachen, die sozusagen starke Emotionen auslösen und sozusagen Sensationswert hätten, mehr Chancen haben, in bestimmten Mediennetzwerken sozusagen Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Resonanz zu erzielen. Und dann haben sie das Risiko, dass sie halt Dinge, die neu sind und negativ sind, halt einen gewissen Vorteil haben. Also ich glaube, man kann nur dafür plädieren, dass die Kommunikation, die professionell durchgeführt wird von Medien, immer versucht, halt diesen Rahmen zu halten. Und wenn man das wirklich immer noch im Hinterkopf hätte, das Ziel, dass man Gesundheitsentscheidungen beeinflusst. Eine direkte Nachfrage dazu, vielleicht kann die auch Frau Schmelz beantworten, weil es ein bisschen in die psychologische Richtung dabei auch irgendwie geht. Überfordert es nicht viele Menschen, wenn man viel über Risiken informiert? Also hier schreibt einer unserer Journalisten, ich höre öfters, dass das Hin und Her mit AstraZeneca war mir zu viel, ich lasse es jetzt ganz. Ist Transparenz nicht manchmal überbewertet einfach? Also Transparenz, denke ich, ist wichtig, aber ich glaube auch, dass es viele Leute überfordert. Deswegen sind einfache Erklärungen, zum Beispiel auch, was ist mit den Langzeitfolgen? Warum ist bei diesen schnell entwickelten Impfstoffen eigentlich dennoch nicht zu erwarten, dass sie schreckliche Langzeitfolgen haben und so weiter? Also das ist wichtig, das einfach zu vermitteln, aber dennoch braucht es die Transparenz, weil Transparenz schafft Vertrauen und es geht ja um eine sachliche Aufklärung und eben um Überzeugen und nicht Überreden. Frau Beetsch gerne noch, wenn Sie was sagen wollten. Ja, ich will hier nur noch mal, weil wir jetzt in dieser Runde auch sind, noch mal sagen, das ist natürlich schon auch ein Problem des Journalismus und der Medien, weil manchmal natürlich Prozesse dauern. Und also dieser AstraZeneca-Prozess hat ja einfach ein paar Wochen gedauert. Und in der Zeit hat sich natürlich immer irgendein Experte gefunden, der mit großer Sicherheit A oder B gesagt hat. Und das ist dann einfach dem Bürger zugemutet in dem ganzen Prozess. Und wir haben ein sehr hohes Niveau an Wissenschaftsjournalismus über diese Pandemie irgendwie jetzt erreicht, sodass wirklich komplexe Fragen, komplexe wissenschaftliche Fragen in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und das ist halt auch nicht ganz ohne Folge, glaube ich. Also diese Verunsicherung, heute sagt Experte A das und morgen B das und irgendwann entscheidet dann ein Gremium, wo auch nochmal Experten sitzen und die sagen dann nochmal was anderes. Und dann ist aber die Politik, hört dann auf ihre Berater und so, das schafft auch diese Spannung und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht zu lösen, aber das müssen wir mit einbeziehen, dass es nicht immer nur die Politik ist, sondern dass die Öffentlichkeit natürlich auch über die Medien darüber sich mit diesen Themen auseinandersetzt und das auch zu der Spannung eben beiträgt. Ja, klar, Frau Schmelz. Ja. Noch kurz dazu, die
Bevölkerung ist ja sehr heterogen. Und es gibt die eine Gruppe, die braucht eben die detaillierten Informationen und die sucht sich die wissenschaftlichen Daten und eben die weiß das dann ganz genau und hat eine sehr informierte Entscheidung. Und andere sagen, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, ich will einfach das machen, was sinnvoll und richtig für mich ist. Und die Berichterstattung muss alle ansprechen. Also nicht alle mit einem Medium, sondern mit verschiedenen Medien und Arten der Berichterstattung unterschiedliche Zielgruppen. Von außen kam noch die Frage bezüglich nochmal der Maßnahmen, die jetzt auch kommen oder diesen 2G- und 3G-Regeln. Mit welchen Reaktionen ist denn jetzt eigentlich zu rechnen unter den Ungeimpften? Also ist es jetzt, wenn jetzt mehr Einschränkungen kommen, also ist immer die Frage nach mehr Druck, was bringt das jetzt eigentlich? Sind sie jetzt eher, wird es eine Trotzreaktion oder könnte es eher ein Einlenken bringen? Vielleicht Frau Schmelz und dann gerne die anderen beiden, falls Sie was sagen möchten. Ja, also wir haben ja Daten von Beginn der Pandemie zur Impfbereitschaft im Falle der Freiwilligkeit und im Falle der Impfpflicht und sehen da, dass von Anfang an die Impfbereitschaft im Falle der Freiwilligkeit höher war, deutlich höher als im Falle einer Impfpflicht. Jetzt ist es allerdings so, dass diejenigen, die freiwillig sich impfen lassen wollten, die sind mittlerweile geimpft. Das heißt, diesen Effekt von Reaktanz, also ich mache es jetzt gerade nicht, weil ich muss, den gibt es jetzt weniger, weil eben die hohe intrinsische Motivation oder die hohe Eigenmotivation zur Impfung schon in Impfungen resultiert hat. Aber jetzt ist das Vertrauen noch der zentrale Punkt. Also diejenigen, die ungeimpft sind, da könnte man sagen, okay, da macht jetzt eine Impfpflicht nicht mehr die Motivation kaputt, weil eh keine Impfmotivation da ist. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben den starken Effekt des Vertrauens in die Regierung auf die Impfbereitschaft. Und wenn jetzt eine Regierung in Deutschland, also gut, das geht jetzt ein bisschen über die 2G-3G-Regelungen raus, aber Frau Baerbock hatte ja gestern auch gesagt, sie könnte sich eine Impfpflicht für Teilgruppen der Bevölkerung vorstellen und so weiter. Also was jetzt wichtig ist, ist das Vertrauen in die Regierung zu erhalten, zu gewinnen. Und Deutschland hat eben von Anfang an betont, dass die Impfung freiwillig bleibt. Und wenn jetzt eine Impfpflicht kommen würde, was jetzt, also ich würde jetzt 2G nicht als Impfpflicht sehen, man hat die Wahl. Also genauso wie man die Wahl hat, arbeiten zu gehen und Geld zu bekommen oder eben nicht arbeiten zu gehen und weniger Geld zu bekommen, hat man auch die Wahl, sich impfen zu lassen und an bestimmten Aktivitäten teilzunehmen oder eben nicht. Also das würde ich nicht als Impfpflicht sehen. Und da kann es sein, dass manchen Leuten das nicht gefällt, aber es kann auch dazu führen, dass diejenigen, die eher unentschieden waren oder noch nicht so den großen Antrieb hatten, sich impfen zu lassen, dann sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Ja, ich würde gerne da noch was anschließen. Also es ist die eine Frage ist, was tut das Land, was macht die Gesellschaft mit ihrer ultimativen Präferenz, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen? Jetzt im Vergleich dazu, dass die Frage eigentlich ist, wie werden in Zukunft für Auffrischungsimpfungen und andere Pandemien wieder solche Entscheidungen getroffen? Also man muss hier ein bisschen vorsichtig sein, denn weil das, was die Leute jetzt erleben und was jetzt passiert, ist ja, hat ja dann Auswirkungen danach, wie sie mit den nächsten Pandemien oder der Frage von konkreten Auffrischungsimpfungen nächstes, übernächstes, überübernächstes Jahr umgehen. Und wir können ja nun mittlerweile auch festhalten, dass uns das Phänomen noch eine Weile begleiten wird, die SARS-CoV-2-Pandemie. Und da muss man jetzt tatsächlich das auch mit den sozusagen reinnehmen, in der Abwägung jetzt gegen 2G und 3G. Das sind halt sozusagen Phänomene jetzt, von denen wir noch nicht mehr wissen, ob sie am Ende immer taugen werden. Also die Frage ist ja auch, wenn im Jahr, ein Jahr nach den Impfungen Auffrischungen erforderlich werden, wie wollen Sie dann 2G umsetzen? Also wollen Sie dann nach dem Datum kontrollieren und rechnen bei jedem? Also das können Sie natürlich automatisiert machen, aber die Frage ist tatsächlich, ist es jetzt sinnvoll, das als Lösung oder als Lösung zu sehen? Und das sehe ich als zwei kritische Punkte. Eine kritische Punkt ist also, wie werden in Zukunft die Leute motiviert, wenn sie jetzt mehr auf Druck setzen würden, auf Schubsen, Druck und Anreize, meinetwegen auch, dann haben sie das Problem, dass die Leute nicht geübt werden oder nicht erleben, dass es ihre individuelle Entscheidung war, die sinnvoll war. Und dann in Zukunft also sich die Frage unter Umständen verschärft stellt. Das wissen wir noch nicht. Aber die Frage ist, ob tatsächlich das einen gegenteiligen Effekt haben könnte, wenn es um zukünftige Entscheidungen geht. Und das andere ist, dass wir nicht wissen, ob all die Impfstati plus die Varianten, die noch kommen, mit quasi tatsächlich dieselbe Wirkung entfalten in der 2G-Sicherheit, wie sie es jetzt tun, in einem Jahr. Also ich würde jetzt einfach nur sagen wollen, das 2G hat eine gewisse Legitimität im Moment und das wird ja auch akzeptiert von einem gewissen Teil der Bevölkerung, großen Teil der Bevölkerung.
Aber ich glaube, dass das zu vermengen oder das als Weg zu sehen, hier die Impfbereitschaft zu beeinflussen, ist es, ich glaube, nicht zielführend. Frau Beetsch, uns hatte noch eine Frage an Sie jetzt explizit nochmal erreicht. Sie hatten das eben schon mal kurz erwähnt. Das wichtigste Skeptiker-Argument ist ja oft diese langfristigen Folgen der Impfungen, die man eben jetzt noch nicht kennen kann. Aber aufgrund einer neuen Impftechnologie und also, dass sie daraus resultieren könnten. Wie begegnet man dieser Tatsache kommunikativ? Also hilft es, die Anzahl der bereits Geimpften immer weiter dazu kommunizieren? Also wie gehen wir explizit vielleicht da nochmal bei diesen starken Sicherheits- und Langzeitbedenken vor? Ja, das ist wirklich eine harte Nuss. Also ich glaube, da habe ich, ich bin natürlich jetzt hier auch kein Mediziner, Virologe und so weiter, aber was ich da in dem Kontext von den Kollegen gehört hatte, war, dass insgesamt bei Impfungen Langzeitschäden eigentlich quasi nicht auftreten, dass es aber manchmal so aussieht, als seien es Langzeitschäden. Zum Beispiel wird dann immer ja die Narkolepsie angeführt nach der Schweinegrippeimpfung. Und da war ja der Anstieg der Impfquote nicht so wie jetzt. Also wir haben jetzt 3 Milliarden Impfdosen schon durch. Und also das, was auftreten kann, das weiß man im Prinzip. Und bei Narkolepsie sah es wohl so aus, so war die Argumentation, dass es irgendwie sehr viel später auftritt, weil eben erst dann sehr viele Leute geimpft waren und es eben so selten ist und man es dann erst sah. Und ich fand das eigentlich einleuchtend, diese Kombination von sind, eigentlich gibt es sowas nicht, etwas, das etwas nach Jahren erst auftritt und vorher völlig weg war. Und dass man es eben jetzt schon sehen müsste, weil jetzt sehr schnell sehr viele Leute geimpft wurden. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt Secondhand. Wissen, das möchte bitte nochmal geprüft werden. Herr Remitschek, vielleicht noch eine Frage an Sie. Wie beurteilen Sie den Fortschritt bei der Impfkampagne bei den 12- bis 17-Jährigen, also gerade bei den jüngeren Menschen? Es gibt ja deutlich, also es gibt dieses Ost-West-Gefälle und dieses Ost-West-Gefälle ist aber gerade bei den Jüngeren irgendwie noch sehr deutlich ausgeprägt. Also es schwabert sehr hin und her. Können Sie da nochmal was zu sagen, also gerade mit Blick auf die Jüngeren? Ehrlicherweise nicht, also den 12- bis 17-Jährigen kann ich nichts sagen, weil ich auch die momentanen Kampagnen mir noch nicht genau angeschaut habe, wie die umgesetzt werden. Das ist sehr jetzt einfach Spekulation, das würde ich nicht machen. Frau Beetsch, geben Ihre Daten das her? Also ein expliziter Blick bei den 12- bis 17-Jährigen? Also bei den 12- bis 17-Jährigen sehen wir so eine Impfbereitschaft, die wackelt so hin und her, die ist bei den unter 15-Jährigen, also Eltern von unter 15-Jährigen ist die so zwischen 40% und 50%, bei den ab 15-Jährigen zwischen 55% und 65% ist jetzt durch die STIKO-Impfempfehlung nicht nochmal dolle gestiegen. Aber wie gesagt, das könnte sein, dass das über die Zeit noch kommt. Viele Eltern sind noch, fühlen sich uninformiert. Ich denke, dass wir da unterstützen sollten. Wir haben da mit Thüringen ein Projekt gemacht, ist dann auch in den Material, in den Folien hinten nochmal verlinkt. Da wird nochmal Material explizit für die Kinder entwickelt und an Schulen gegeben, eben für diese Unterstützung der gemeinsamen Entscheidung. Bei der Befragung kam schon raus, dass die Kinder eine höhere Impfbereitschaft haben als die Eltern. Also ich glaube, dass da fehlt einfach Information und die Bereitschaft der Kinder ist da und die müssen jetzt gemeinsam unterstützt werden, um eben mit den fehlenden Informationen diese Wissenslücken zu schließen und dann ihnen eben ausreichend, dass sie sich ausreichend sicher fühlen, dass sie gemeinsam diese Entscheidung treffen können. Frau Schmelz, ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die wir auch reinbekommen haben. Und zwar, wir hatten schon mal das Thema junge Migrantinnen zum Beispiel oder also Migranten und Migrantinnen, die wir noch irgendwie erreichen müssen, also explizite Gruppe einfach. Wie erreichen wir die? Also wie kommt man an diese Menschen nochmal explizit ran? Also wir finden in unseren Daten, dass wenn man darauf kontrolliert, inwieweit die Leute in die Wirksamkeit der Impfung vertrauen, sind Migranten gar nicht mehr weniger impfbereit als andere. Das heißt, Migranten haben ein geringeres Vertrauen oder einen geringeren Glauben an die Wirksamkeit. Und das muss irgendwie durch fremdsprachige Aufklärungen und so weiter vermittelt werden. Aber der Ansatzpunkt ist wirklich, denke ich, die Information zu vermitteln. Wie das geschehen kann, dafür bin ich leider keine Expertin. Okay. Ich würde vielleicht, da wir jetzt auch schon die 11 Uhr erreicht haben, vielleicht noch eine Schlussfrage stellen, die gerne für Sie alle drei auch gemeint ist. Und vielleicht können Sie kurz erwähnen oder sagen, was Ihre wichtigste Maßnahme wäre, wie wir Verunsicherte noch erreichen können, die sich noch nicht zum Impfen entschieden haben. Also wenn es diesen einen Appell nochmal vielleicht gibt, können Sie da vielleicht alle drei gerne in Uhrzeigerreihenfolge, wie Sie möchten. Vielleicht können wir auch bei Remitschek anfangen und dann gehen wir einmal rum.
Also wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir wirklich nochmal Leute aufsuchen können, dann würde ich das einmal versuchen, darüber zu machen, dass man tatsächlich die Organisationen an Bord kriegt, die ich vorhin erwähnt hatte, Arbeitgeberverbände, Vereine, Gewerkschaften, dass man einfach diejenigen, die Leute erreichen, kontaktiert und denen Informationsmaterialien an die Hand gibt, die sie quasi in den Betrieben, in den Vereinen geben, aber auch tatsächlich versucht zu eruieren, vielleicht einen Rückkanal zu schaffen, indem man herausfindet, wie ist quasi, auf was trifft das, was ist die Reaktion, die da eintritt, um auch verstehen zu können, wo man dann vielleicht Hilfestellung leistet mit Personen, also wo man dann versucht, Leute hinzuschicken tatsächlich. In welchen Organisationen ist es erforderlich zu sagen, okay, vielleicht machen wir jetzt mal nicht nur einfach betriebliche Gesundheitsförderung im Sinne von, wie sitze ich an meinem Arbeitsplatz, sondern tatsächlich auch zu sagen, was gibt es denn jetzt wirklich gerade über den Stand der Dinge zu sagen? Wir haben hier jemanden hergeholt, der hat sich mit den Sachen beschäftigt, mit der Pandemie und kann ihm dazu sagen, auch zur Impfung und zur Krankheit was sagen und ist auch bereit, mit ihnen über ihre Überzeugungen zu sprechen, was ja ein Riesenproblem ist, weil ich bin wirklich kein Anhänger, der glaubt, dass sie diese Überzeugungen durch gesendete Informationen verändern, falsche Überzeugungen zum Beispiel. Und der zweite Teil, wenn Sie mich nach den Maßnahmen fragen, wäre der, dass ich sagen würde, okay, wir haben jetzt öffentlichkeitswirksame Plakatierung gesehen, wir haben die sozusagen die Ärmel hochgesehen, wir haben halt Werbung gesehen, die Aufmerksamkeit geschaffen hat, im Grunde genommen halt bei Leuten, bei denen die nur informiert werden mussten, dass es das gibt und wo es das vielleicht gibt, die aber im Grunde bereit waren. Das ist halt schon ein sehr großes Investment, sage ich mal, nur um die zu erreichen, die es eigentlich sowieso machen würden. Das heißt, man könnte eigentlich jetzt darüber nachdenken, ob man ein Format findet, gerade für diese Plakatkampagnen, Dimensionen und ähnliche, bei der man tatsächlich nur die Schlüsselinformationen bereitstellt. Also die Wirksamkeitsinformationen, meine Plakate in verschiedenen Sprachen, wie es gerade gesagt wurde, aber auch die Schadensinformationen und die Unsicherheitsinformationen. Aber das sage ich natürlich auch mit dem Interessenkonflikt in Anführungsstrichen, weil wir zum Beispiel auch ein Format wie die Faktenbox entwickelt haben mit dem RKI zusammen, eine Visualisierung, von der ich glaube, dass man sie adaptieren, auch für große Dinge also veröffentlichen kann. Warum gibt es also Plakate? Meine Frage ist einfach, warum gibt es so viele Plakate, auf denen quasi ein Ärmel zu sehen ist und Leute sozusagen beworben werden, dass sie es tun, wenn wir schon wissen, dass die Zögerlichen jetzt nicht besonders positiv reagieren auf werbliche und Schubsversuche, sondern dass sie halt tatsächlich sagen, okay, ich habe da Bedenken und diese Bedenken zu adressieren durch eine ähnlich gelagerte, ähnlich große Kampagne scheint mir dann irgendwie zielführend. Das war's. Frau Mietz. Ich glaube, ein Sektor, über den wir noch gar nicht so ausführlich gesprochen haben, ist der Bildungssektor. Wir haben jetzt, die Uni fängt wieder an. Es gibt auch ja viele in Ausbildungen, wo auch in ländlichen Gegenden viele junge Leute zusammenkommen aus einem großen Gebiet. Ich glaube, das ist nochmal eine große Chance, dass man da konkrete Impfangebote macht und Informationsangebote, also dass man das gut miteinander kombiniert. An Unis wird zum Beispiel, ich weiß nicht, wo es andernorts ist, aber hier ist 3G. Das ist möglicherweise dann schon auch etwas, was in den jüngeren Semestern dann auch zu einer Entscheidung führen könnte. Die Schwangeren und die Frauen mit Kinderwunsch, glaube ich, und die Familien mit Kindern, ich glaube, das sind nochmal sehr wichtige Zielgruppen, die erreicht werden sollten. Und da wäre mein großer Wunsch, das zu entpolitisieren und hier viel stärker wieder drauf zu setzen, dass es eine Gesundheitsentscheidung ist, auch wenn ich für mich als werdende Mutter oder als Mutter von schulpflichtigen Kindern entscheide, mich nicht impfen zu lassen, dann bin ich nicht nur für mich, ist es nicht nur für mich gefährlich, sondern ich gefährde auch mein Kind und die Klasse meiner Kinder und vielleicht die ganze Schule, weil das dann da weitergetragen wird und gerade die Jüngeren sich noch nicht impfen lassen können. Also diesen Eigennutzgedanken und diesen Solidargedanken, ich glaube, das nochmal stärker in den Fokus zu bringen, das wäre wichtig, aber ich bin da schon auch bei Herrn Ribicek, der Silver Bullet ist Kommunikation immer nicht. Das muss gut kombiniert werden mit niederschwelligen Angeboten, aber es fehlt eben trotzdem an dem einen oder anderen Wissensinhalt, der hier noch nachgelegt werden soll. Das wäre es von mir. Dann noch Frau Schmelz, bitte. Okay, also wie ich zu Beginn schon gesagt hatte, mir wäre es wichtig, positiv über die Impfbereitschaft zu berichten, weil das genau das ist, was nachgeahmt werden soll. Und mit der bisherigen Berichterstattung, diese 62% senden einfach ein falsches Signal an diejenigen, die sich unsicher sind und daran orientieren, was die meisten anderen machen.
Aufklärung. Also Sie hatten das ja jetzt beide schon ausführlich gesagt. Und ich würde eigentlich zum Schluss gerne noch mal ermutigen, all diese Wege zu gehen, denn wir sehen viel Potenzial in der Überzeugungsarbeit, in unseren Datensätzen, die eben Längsschnittstudien sind, sehen wir, dass der harte Kern der Impfgegner unter 5% liegt. Das heißt, bei den Ungeimpften ist einfach noch viel Raum. Und diese 5% sind diejenigen, die in jeder Befragungswelle immer dagegen waren. Und alle anderen, die mal dagegen waren, sind irgendwann für das Impfen und lassen sich impfen. Also diese Gruppe ist nicht hart und fest, sondern nur ein ganz geringer Teil. Und die anderen sind eigentlich offen auch für Überzeugung. Okay, dann vielen Dank an Sie drei. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm für die Journalisten. Ich denke aber nicht. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis da nochmal. Wir haben viele Fragen auch noch zur Rolle der Politik und der Impfkommunikation bekommen, die wir leider nicht alle stellen konnten. Wir mussten ein bisschen auch auswählen jetzt. Also bitte an die Kollegen nicht böse gemeint, dass Sie die ein, zwei Fragen jetzt nicht stellen konnten. Aber Sie haben ja gleich auch nochmal die Videomitschrift oder Medienschmidt. So, und das Transkript fertigen wir auch nochmal einen Tag später an. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen dreien und gerne bis zum nächsten Mal. Und den Kollegen da draußen wünsche ich viel Erfolg bei der Berichterstattung natürlich. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss. Alles Ciao. Gute. Wir sehen. Tschüss.